Dort sind so zwei, dreimal im Jahr die Ornithologen auf der Insel und zählen auch die Füße der Seevögel. Und damit die nicht jeden Tag wieder von der Insel runter müssen, hat man dort diese Schutzhütte errichtet. Und die komplette Landmasse hinter der Insel Waldbüsch, das ist schon die Insel Pöhl. Die Insel Pöhl ist die siebtgrößte Insel Deutschlands mit 36 Quadratkilometern. Auf der Insel leben so ca. 2700 Inselarten, verteilt auf 15 kleinere Landortschaften. Und die größte Ortschaft, die kann man sogar sehen. Dort, wo die Kirchturmspitze liegt und die weiße Häuser rechts haben. Und das Kirchturm. Und Kirchturm ist auch so die kleine und dunkle Insellandschaft. Ansonsten wird die Insel begrenzt im Westen durch das ehemalige Fischerdorf im Norden. Und wo die Kogge gewonnen hat, nicht zu verwechseln mit der Bürgerstadt in Schleswig-Holstein. Im Norden durch den Ort Schwarzenburg. Und im Osten durch den Ort Kenner. Wenn man von der Kenner ist, dort hat ja früher der Fährmann gewohnt. Und wenn sie auf die Insel wollten, dann mussten sie ja den Fährmann rufen. Und der hat den gerne auch bei einem kleinen Obolus weggesetzt. Allerdings hat man dort 1760 begonnen, einen Dammbaum zu schütten. Hat diesen mit zwei Brücken ausgestattet. Anfang des 20. Jahrhunderts hat man eine Brücke wieder entfernt und den Damm erweitert. Und wenn wir jetzt mal auf den Ostteil der Insel schauen, dort hinten, wo das so sehr flach wird, dort können Sie heutzutage mit dem Auto